Willkommen beim HSV und gleich die Frage, was erhoffen Sie sich von dem Wechsel nach Hamburg? Erste ist, ich will wieder spielen. Das ist der erste von meinen Hoffnungen. Ja. Welche Rolle spielt der Trainer Bruno Labbadia? Den kennen Sie ja noch aus Stuttgart. Ich habe mit ihm eineinhalb Jahre mitgearbeitet und wir verstehen uns gut und ich weiß auch, was er will und er weiß auch, was ich kann und ich denke, dass mit HSV gut klappen. Ja. Was wissen Sie denn noch über den HSV? Ist ja ein ganz großer Verein in Deutschland. Ist ein sehr, sehr großer Verein, aber auch mit Fans. Ich war auch auswärts im Stadion. Diese Stimmung von Fans ist super. Ich finde es super geil. Und Verein, ich bin stolz auch hier zu sein. Sie sind ja nach Takahara der zweite Japaner beim HSV. Haben Sie schon mal mit ihm gesprochen oder irgendwie was gehört, was er über den HSV erzählt hat? Leider nicht, aber ich habe schon viel von Hamburg gehört, auch Verein, aber auch mit Stadt und viele Japaner sind dort da oder sowas habe ich auch schon mal gehört. Otoko, der HSV war letztes Jahr nur 16., also ziemlich schlecht. Warum geht man als Profi trotzdem zum HSV? Schwierig zu sagen. Ich habe letzten Moment ein bisschen so meine Spielrhythmus verloren. Also das war für mich sehr, sehr schwierig gewesen. Und ich muss einfach wieder mit HSV, jeden Tag gibt es Gas und diese Spielrhythmus wieder finden. Dann komme ich wieder meinen Topform, denke ich. Also da möchte ich sagen, HSV ist für mich ist sehr gut, sehr guter Verein. Ja. Mhm. Dankeschön. Danke. Hast du die Nummer 23? Wirst du die kriegen oder ist nein, das jetzt das nur ist gerade nicht so? Weil das wäre ja eine große Nummer. Kennst du deine Nummer schon? Ja. Was bitte? Was weiß ich nicht. Was? Von der Fahrt. Danke. Ja, von der Fahrt. Das weiß ich. Das ist